Wir haben jetzt den Tackle Container Pro im Sortiment. Pro heißt das Teil, weil er sehr, sehr stabil ist. Und zwar besteht er aus 2 mm starkem EVA. Das heißt, er ist nicht faltbar, aber dadurch ordentlich robust. Und durch die Steifigkeit können wir auch den Deckel so gestalten, das haben wir auch gemacht, dass er quasi komplett überlappt. Das heißt, alles, was drin ist, ist komplett regensicher. Das sieht man auch hier schön. Der Deckel geht drüber und insofern kann Regenwasser nicht eindringen, auch wenn er mal schräg oder so steht. Also ein riesiger Vorteil. Man kann natürlich auch nicht unbedingt oder man muss nicht unbedingt nur den Reißverschluss verwenden, wenn man mal kurz zumachen will, weil das Ganze außerhalb vom Zelt oder so steht, reicht auch hier schon der Klettverschluss und da ist das Ganze geschlossen. Als Reißverschluss selbst haben wir natürlich nur die besten auf dem Markt erhältlichen Reißverschlüsse der Marke YKK verwendet. Das ist auch immer ein Qualitätsmerkmal. Wenn ihr irgendwelche Taschen habt, auch aus anderen Bereichen, schaut mal auf die Reißverschlüsse drauf. Wenn keine YKK Reißverschlüsse verbaut worden sind, heißt das nicht automatisch, dass die Reißverschlüsse schlecht sind. Aber YKK, das sind halt die besten. Ja, und bei uns sieht man es auch, einfach mal innen drauf gucken, YKK Größe 8. Insofern, da werdet ihr da lange Freude mit haben. Ja, Inhalt ist komplett leer, kann man sich selbst einteilen. Man kann sich dann zum Beispiel Windowbags reinmachen, ganz wie man das möchte. Und so kann man zum Beispiel auch größere Dinge reinmachen oder unser Netbucket, komme ich im anderen Video drauf zu sprechen. Ist also auch eine Möglichkeit, Köderfische transportieren. Das Teil ist ja komplett wasserdicht, auch von innen nach außen. Wenn es mal ein bisschen schwerer wird, das Zeug, was man drin transportiert, dafür haben wir die Straps umlaufend gemacht. Das heißt, sie laufen komplett unter dem Boden vorbei, ja? Und so stabilisieren sie auch nochmal die komplette Tasche. Das heißt, das Gewicht, der Zug, geht nicht nur hier auf die Befestigung dieser Züge hier, sondern komplett um den Boden drumherum. Und so können dann auch die Schweißnähte hier nicht ausreißen. Denn ich hatte früher wirklich häufiger das Problem, dass die Schweißnähte entweder hier reißen oder unten am Boden. Und so hat man nochmal eine Sicherheit, die komplett umlaufend ist. Und somit kann man auch wirklich lange Zeit Freude dran haben und auch richtig schwere Dinge transportieren, ohne dass die Teile einreißen. Also da immer drauf achten, sowas ist ganz wichtig, haben wir ja auch schon bei unseren normalen Tackle-Containern. Und da wir hier auch noch einen wunderschönen Schultergurt haben, haben wir diesen Schultergurt natürlich auch so montieren lassen, dass er komplett um die ganze Tasche herumläuft und so gibt es dann keinerlei Probleme. Ja, schön 2 Zip-Puller dran, auch so kann man von jeder Seite öffnen und schließen. Auch natürlich mit unserem Logo, ja, so eine kleine Applikation, die haben wir uns nicht nehmen lassen. Alles in allem wirklich eine ideale Variante, um Kleinteile oder auch mal Köderfische oder andere Utensilien drin zu verstauen und zu transportieren. Ich finde es immer ganz wichtig, dass solche Dinge regendicht sind, dass es stabil ist, dass man es auch mal abwaschen kann, wenn es mal dreckig wird. Ja, es muss einfach robust sein und das alles ist hier gewährleistet mit dem Tackle Container Pro.